über den Umgang mit schlechten Schulnoten und warum schlechte Schulnoten per se nichts Schlechtes sind. Ja, vor ein paar Tagen habe ich einen TikTok hochgeladen, indem ich eine Mutter spiele, die enttäuscht ist, wenn das Kind mit einer 2+ statt einer 1 nach Hause kommt. Ich muss sagen, während ich hier auf YouTube ja gerne über Wissen rede und auf Instagram eher so ein bisschen mich zeige, ist auf TikTok eher so dieses humorvolle, ironische, sarkastische. Ja, es ist so ein bisschen eine andere Plattform, aber ich nutze diese Plattform anders. Und binnen einer Stunde waren auf diesem Video ungefähr 140.000 Aufrufe und 70 verzweifelte Teenager, die gesagt haben, genau so sind meine Eltern, das ist ganz, ganz furchtbar. Leider wurde der Sound danach gesperrt, nicht wegen mir oder dem Video, das passiert auf TikTok ja manchmal, dass ein Sound gesperrt ist. Das heißt, das Video ist zwar noch da, aber ohne Sound, das heißt, es ist jetzt auch gar nicht weiter relevant. Egal, aber ich habe gedacht, da sich die Teenies, die mir ja auf TikTok auch folgen, so getriggert gefühlt haben durch das Video und ich ja hier mit den Eltern in Kontakt bin, dachte ich mir, passt das doch, lass uns doch ein Video heute machen über den Umgang mit schlechten Noten, beziehungsweise in dem Fall war es ja parodiert quasi ja sogar den Umgang mit guten Noten. Denn für viele Eltern sind die Noten der Kinder doch ein Wunderpunkt. Wenn ein Kind nicht mit den besten Leistungen nach Hause kommt, ist es für manche Eltern das Gefühl, das Kind hätte versagt, was dann unterbewusst das Gefühl gibt, die Eltern hätten versagt. Unterbewusst steht dahinter ja auch der Wunsch, dass man möchte, dass die Kinder später im Leben zurechtkommen und man vielleicht das Gefühl hat, schlechte Noten in der Schule bedeuten ein schweres Zurechtkommen im Berufsleben. Was bedeutet, die Zukunft des Kindes ist nicht gesichert, was dann diese Urängste in einem hochkommen lässt. Und deswegen fällt es manchen Eltern wirklich schwer, gelassen zu bleiben bei schlechten Noten. Und Kinder sind ja ganz sensibel, selbst wenn Eltern nicht schimpfen, sondern wenn sie nur enttäuscht sind. Kinder merken ja alles. Und bevor wir gleich in das Thema eintauchen, zwei Sachen vorneweg, die ganz entscheidend sind. Die Kindheit ist da, um zu lernen. Und eine schlechte Note oder auch eine gute Note, das ist ein Lernprozess. Da kann das Kind sich selber messen, ist es auf dem richtigen Weg, ist es auf dem falschen Weg, lernt es genug, lernt es nicht genug. Ja? Der zweite ist, eine schlechte Note in der Schule hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Sowieso, wir können das Thema Schulsystem an sich, das lassen wir jetzt außen vor heute. Ja? Ich hatte auch zwei meine Kinder auf einer notenfreien Schule. Deswegen, es gibt unterschiedlichste Systeme bei Schulen. Heute sprechen wir aber über das System Noten bekommen. Ja? Wir stellen das jetzt heute nicht in Frage. Denn die allermeisten Kinder sind auf Schulen, wo es Noten gibt und müssen damit umgehen. Und deswegen müssen auch die allermeisten Eltern damit umgehen. Unabhängig davon, ob das das richtige System ist. Aber eine schlechte Note hat nichts mit der Intelligenz des Kindes zu tun, jedenfalls in den allermeisten Fällen nichts, sondern mit anderen Faktoren, wie zum Beispiel Struktur, Organisation, vielleicht auch Zeitmanagement oder aber auch Lernmechanismen. All das muss beigebracht werden einem Kind. Wenn es in der Schule nicht beigebracht wird, ist es schön, wenn es von den Eltern beigebracht wird. Und deswegen, da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der allererste Kreis, wenn ein Kind mit einer schlechten Note nach Hause kommt und man als Eltern das Gefühl hat, ohne zu wissen, dass man das Gefühl hat, man selber hat versagt, ist da manchmal ein bisschen was dran, denn als Eltern kann man gute Noten oder zumindest dem Kind bestmögliche Noten beibringen und darüber sprechen wir heute. Wenn ein Kind mit einer schlechten Note nach Hause kommt, gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Und die Gründe haben miteinander manchmal gar nichts zu tun und können selten über einen Kamm geschert werden. Manche Kinder haben im Unterricht einfach das Thema nicht verstanden. Und wenn man ein Thema nicht versteht, auch wenn man sich zu Hause hinsetzt und lernt, 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 aber das große Ganze dahinter nicht versteht, fällt es auch schwer, in einer Arbeit die Sachen richtig zu machen. Manche Kinder haben keine richtige Struktur. Sie können alles, sie verstehen alles, aber ihnen fehlt der rote Faden dahin. Also wie organisiere ich mich? Wie strukturiere ich eine Arbeit? Das fällt besonders in Aufsätzen auf. Alle Gedanken sollen gleichzeitig aufs Papier, am Schluss stehen dann aber doch nur drei Gedanken da, weil
das ganze Chaos einfach nicht die Struktur zugelassen hat. Oder sie vertun sich in den Aufgaben. Wenn man da 5 Aufgaben hat, bei der ersten stocken sie und anstatt dann 2, 3, 4 zu machen, bleiben sie bei der ersten hängen. Am Schluss haben sie eine Aufgabe nicht richtig gelöst, weil sie da einfach stecken geblieben sind. Manche Kinder sind, ich sag mal, zu faul zum Lernen. Das ist besonders intelligente Kinder, denen vieles zufliegt, ist ja doch im Schulsystem, gerade in den jüngeren Jahrgängen, vieles eine Fleißarbeit auswendig lernen. Bundesländer 1x1. Das sind Sachen, die muss man einfach aus dem FF auswendig gelernt haben. Und wenn man da so ein kleines bisschen eher faul für ist oder Vokabeln lernen, dann fällt man, egal wie intelligent man ist, in den Arbeiten natürlich ein Stückchen zurück. Manche Kinder haben Angst, können zu Hause alles, geben sich die beste Mühe, sind oft auch ganz sensible Kinder und wenn es dann in die Arbeit geht, dann kommt da die Panik, die Angst aus unterschiedlichen Gründen, kann sie hervorgerufen werden und dann klar, passt es mit der Leistung einfach nicht zusammen. Ganz oft ist Angst und mathematisches Denken, das blockiert einander. Also wer Angst hat, kann ganz schwer rechnen und ja, hat deswegen wenig Chancen in einer Klausur oder in einem Test, in einer Arbeit. Ja, und manchen Kindern, denen fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Sie können alles, sie haben vielleicht auch alles auswendig gelernt, aber wenn es dann ans Abfragen kommt, dann sind die Gedanken hier und da, sie sind woanders. Da kann man auch gleich mal übers Frühstück sprechen, über ja, Ernährung sprechen, Bewegung sprechen. Oft zeichnet sich das aber auch dann schon zu Hause ab. Sie sollen irgendwelche Hausaufgaben machen, man lässt sie im Zimmer alleine, ist kurz draußen, kommt wieder zurück, alles wurde gemacht. Aber die Hausaufgaben nicht, weil diese Fähigkeit, sich gezielt auf etwas zu konzentrieren, ist ja eine Sache, womit manche Kinder geboren werden. Das können sie von Anfang an und manche Kinder eben nicht. Die müssen dieses sich auf kleine, feine Sachen langsam, lange konzentrieren zu können, erst noch lernen. Alles Themen, die man einzeln angehen kann, wofür es aber wichtig ist, selbstverständlich, dass man als Eltern weiß, woran hat es gelegen. Mindestens genauso wichtig wie den Umgang und woran es gelegen hat, ist aber als Eltern von Anfang an, und deswegen bringe ich das jetzt hier auch ganz eindringlich, auch mit einer persönlichen Geschichte in dieses Video, bitte mit Kindern nicht wegen schlechten Noten schimpfen, nicht enttäuscht sein, keine schlechte Meinung über das Kind haben. Kinder sind sehr, sehr sensibel und merken, wie Eltern empfinden. Das heißt, wenn Eltern bei schlechten Noten schlechte Empfindungen haben, wie ja eingangs schon erwähnt, denken, das Kind hätte versagt, denken, man selber hätte versagt. Das transportiert sich alles unterschwellig. Ich muss dazu sagen, gerade, also ich bin ja mittlerweile eine sehr erfahrene Schulkindmama, seit 15 Jahren Mama, seit 10 Jahren habe ich Kinder in der Schule, mittlerweile 3, in der 10., in der 7., in der 10., in der 6. und in der 2. Klasse, unterschiedliche Konzepte, alles dabei. Ich bin mittlerweile sehr, sehr erfahren. War ich aber nicht immer. Ich musste ja auch erst hereinwachsen in die Sache. Ich war ja nicht 22 und habe mir gesagt, ha, in der Situation werde ich so reagieren, in der so und zack, bumm. Nein, man macht als Eltern Fehler und verbessert sich, verändert sich, hat einen anderen Durchblick und wird dann schließlich zu der Mutter, sage ich mal, zu der man werden möchte. Also jedenfalls möchte ich euch jetzt eine persönliche Geschichte erzählen, aus der ihr dann hoffentlich lernt und meine Fehler nicht nochmal macht. Denn so ein bisschen Ehrgeiz und so ein bisschen diesen Wunsch, meine Kinder sind Einserschüler, hatte ich in mir. Und das ist aber völlig fehl am Platz. Bei uns war das so, so habe ich meine Lektionen gelernt. Mein Kind kam nach Hause mit einer nicht guten Note und auch wenn ich keine Mutter bin, die schimpft, weil Schimpfen führt zu nichts, eher Vorleben etc., merken ja Kinder, wenn Eltern enttäuscht sind. Also eine schlechte Note hat mich damals enttäuscht. Und dann wurde eine Klassenarbeit geschrieben und ich habe gefragt, wann kriegst du die denn wieder? Ist ja jetzt doch schon 2 Wochen her, habt ihr die noch nicht zurückbekommen? Nein, Mama, haben wir noch nicht zurückbekommen. Als Eltern glaubt man auch seinem Kind, ja, das ist ganz natürlich, das tun wir. Und so kam es, dass irgendwann in demselben Fach die nächste Klassenarbeit geschrieben wurde. Und ich dann, Moment mal, ihr könnt doch nicht die nächste Arbeit schreiben, wenn ihr die alte noch nicht zurückbekommen habt. Wie sollen wir denn dann Korrekturen machen und üben? Wie kannst du dich denn verbessern, wenn der Lehrer euch die alte... Nein, das ist bei uns so, der Lehrer hat noch keine Klassenarbeit zurückgegeben. Der hat gesagt, es ist nicht schlimm, weil das sind unterschiedliche Themen und der Lehrer ist halt langsam. So. Und
Da dachte ich mir, das ist ja schön und gut, dass der Lehrer langsam ist, aber so richtig in Ordnung finde ich das nicht. Also bin ich in die Schule und habe mit dem Lehrer ein Gespräch vereinbart und habe ihn dann halt gefragt, also das habe ihm halt darauf hingewiesen, dass es doch schöner wäre, wenn er die alte Klassenarbeit zurückgibt, bevor man die nächste schreibt, weil nur so kann sich die Klasse ja verbessern. Und daraufhin hat er mich dann berichtigt und mir erzählt, dass er die Klassenarbeit schon vor 2 oder 3 Wochen zurückgegeben hat. In dieser Sekunde, dem Lehrer gegenüber sitzend, wurde mir dann klar, dass mein Kind mir die Note verheimlicht hat. Ich habe dann kurz bis 3 gezählt innerlich. Gott sei Dank bin ich ein großer Fan von Reinhard May und habe das Lied Zeugnistag sehr präsent in meinem Kopf. Für alle, die es nicht kennen, gerne einmal sich anhören. Zeugnistag von Reinhard May. Jedenfalls habe ich dann umgeschaltet und zu dem Lehrer gesagt: Wissen Sie was? Natürlich haben Sie die Arbeit zurückgegeben. Das ist total mein Fehler. Ich habe 4 Kinder. Bitte entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich einen anderen Lehrer treffen. Ich habe jetzt gerade 2 Kinder durcheinander gebracht, 2 Schulen durcheinander. Ich wollte gar nicht Sie treffen, ich wollte einen anderen Lehrer treffen. Bitte, bitte entschuldigen Sie. Weiter so, Ihr Unterricht ist super. Ich bin dann mal weg. Tschüss. So, ich wollte, dass einfach mein Kind nicht bloßgestellt wird. Das war mir wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich dann erstmal nachgedacht. Es war auf keinen Fall der Fehler meines Kindes, mir die Note zu verheimlichen, sondern es war definitiv mein Fehler. Und da habe ich dann mir einfach mich umprogrammiert und habe mich bei meinem Kind entschuldigt, habe es aufgefangen, habe auch gesagt, brauche keine Angst haben. Ich habe dem Lehrer nicht gesagt, dass da eine Arbeit nicht zurückgegeben wurde und habe es in den Arm genommen und habe da an mir gearbeitet und meiner Einstellung zu Noten. Mittlerweile als erfahrene Mutter weiß ich auch, junge Kinder sind an schlechten Noten nicht schuld. Lasst uns deswegen jetzt darüber reden, wie kann man den Kindern helfen? Ja? Noten sind ja nur ein Mittel und Zweck der Schule, mit den Kindern zu kommunizieren. Da bist du gut, da bitte ein bisschen weiterarbeiten, da sich ein bisschen weiterentwickeln. Das heißt, es ist eine Kommunikationsebene. Und wenn man das so sieht, dann ist das ja etwas, was einem weiterhilft und wo man als Eltern dann auch sein Kind unterstützen kann. Wie schafft man es jetzt, seinem Engelchen bei einer schlechten Note zu helfen? Kommt ja darauf an, aus welchem Grund die Noten nicht so gut sind. Fangen wir beim zu faulen kleinen Schatz an. Das ist noch, ich sag mal, am allerleichtesten. Da einfach sagen, das wird gelernt. Punkt. Abschreiben lassen ist eine gute Methode, um auswendig zu lernen. Oder laut vorsagen immer wieder ist eine gute Möglichkeit zum Auswendiglernen. Also was ich ganz oft mache, ja, ich sag halt, das schreibst du jetzt einmal komplett ab, dann kommst du zu mir in die Küche und dann sagst du es mir aus dem Kopf vor. Und wenn es noch nicht im Kopf funktioniert, dann schreibst du es dir nochmal ab und sagst es mir dann nochmal vor. Das klappt eigentlich ganz gut, beziehungsweise man kann natürlich auch als Eltern abfragen, ist ja klar. Aber ganz oft hat man ja selber irgendwas zu tun und deswegen ist es immer ganz schön, das Kind zumindest teils in die eigene Verantwortung zu geben. Und dieses Abschreiben, einmal mit der Hand etwas abgeschrieben zu haben, ist dann ganz oft schon so gut wie im Kopf drin. Mache ich übrigens auch, wenn ich meine Rollen auswendig lerne. Ich habe nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Montag einen Drehtag. Da muss ich mal wieder Text lernen, was mir als Erwachsene überhaupt nicht leicht fällt, weil ich auch wenig im Training bin mit Text auswendig lernen. Aber Abschreiben hilft mir da total gut weiter. Das ängstliche Kind, das eigentlich alles kann und auch fleißig ist, aber dann ganz oft in den Prüfungen und also in der Schule sich nicht richtig gerne meldet oder in den Prüfungen ganz oft mit Angst sich so selber blockiert, da kann man versuchen, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Ich finde Glaubenssätze sowieso super. Ich habe ja als Kind selber gerne mit Affirmationen gearbeitet und natürlich gebe ich gerne meinen Kindern auch ein paar Affirmationen mit auf den Weg. Ich sage, du sagst dir einfach selber, ich kann das. Ich habe geübt, ich kann das. Ich bin stark, ich darf das. Ich bin laut, ich kann das. Gerade so kleine Kinder nehmen das auch total gut auf. Und da muss man natürlich aufs Kind drauf eingehen, welche Glaubenssätze könnten helfen. Oder aber auch ein Kuscheltier als Beschützer mitgeben. Einen kleinen Test, Vokabeltest
Max. Also ein kleines Vokabeltest, Testimonial einfach dann an dem Tag mit in die Schule geben, was sich dann an den Schreibtischrand gesetzt wird und zugucken darf. Die Angst nimmt, aufpasst. Das ist eine gute Möglichkeit bei kleinen Kindern. Kinder, die sich nicht richtig konzentrieren können, das merkt man ja zu Hause auch. Da wäre ganz wichtig, auf den Medienkonsum zu achten und auf die Ernährung. Wenn man direkt nach einer Lerneinheit oder nach den Hausaufgaben sich vor den Fernseher setzt, geht ganz viel wieder verloren, weil das Gehirn einfach muss sich ein bisschen besser fokussieren lernen. Und gerade Kinder an Smartphones oder am Fernsehen, wobei Fernsehen echt noch das kleinste Übel von dem ist. Vieles passiert einfach, schnelle Schnitte etc. Da geht einfach auch ganz viel wieder verloren, was mühsam angelernt wurde. Manche Kinder können das weniger gut verkraften als andere und deswegen, je unkonzentrierter ein Kind ist, desto mehr würde ich als Eltern auf den Medienkonsum versuchen zu achten. Darüber hinaus ebenso auf die Ernährung, denn schneller Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgt natürlich dafür, dass man sich vielleicht kurz konzentrieren kann, aber dann, wenn der wieder in den Keller rauscht, man sich eben nicht mehr konzentrieren kann. Sowieso für die Konzentrationsfähigkeit ist ein gleichmäßiger Blutzuckerspiegel sehr von Vorteil und von Nachteil ist dieses Auf und Ab. Natürlich Hunger ebenso, also wenn der Blutzuckerspiegel die ganze Zeit unten ist, ist das natürlich auch nicht gut. Kinder sollten sowieso keinen Hunger haben, sondern immer schön ausgeglichen sein. Also da einmal auf die Ernährung achten, Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, gesunde Ernährung und wenig Süßigkeiten, also auf nüchternen Magen Süßigkeiten. Klar, Nachtisch, Kuchen etc. Das hat jetzt mit dem Lernen auch gar nichts zu tun. Aber so dieses auf nüchternen Magen, da ein Zucker und da eine Schokolade und hier, das beeinträchtigt natürlich auch die Konzentrationsfähigkeit. Außerdem kann man mit den Kindern auch ganz gut, also ich merke jetzt zum Beispiel, mein Jüngster, der hat es nicht so mit den kleinen feinen Sachen, während meine anderen Kinder da auch durchaus schon mal Lego zusammengebaut haben oder sich so mit kleinen feinen Sachen beschäftigt haben, merke ich einfach, mein Kleiner kann sich super alleine beschäftigen, aber das sind trotzdem auch so, ich sag mal Sachen, wo wenig Konzentration gefordert ist. Also der flitzt dann zum Beispiel ewig um den Tisch oder hat so in seiner Vorstellungskraft irgendwelche Figuren, mit denen er Kämpfe ausübt. Aber so dieses, dass er sich hinsetzt und ich ihn, also wir hatten gerade auch diese U-Untersuchung, wo vieles abgefragt wurde und da sollte er ein Kreuz und einen Kreis malen und das Kreuz konnte er auch nicht malen, weil also was heißt, ich weiß gar nicht, vielleicht hätte er es gekonnt, aber er hatte nicht die Lust, sich darauf zu konzentrieren. Also da gehe ich auch so ein bisschen rein, dass ich ab und zu mal ihm helfe, mit ihm Puzzle zu machen, wobei das nicht wirklich auf fruchtbaren Boden fällt noch, aber ich bin da dran. Ich sehe das. Ja, da kann man so ein bisschen auch reinlenken. Dann gibt es natürlich, ein Kind hat es nicht verstanden. Und zwar das große Ganze nicht. Das war übrigens bei uns die Geschichte, die ich euch gerade erklärt habe mit dieser Arbeit. Da hat tatsächlich das große Ganze dahinter, das war einfach nicht da. Und da mal so richtig weit auszuholen und so richtig von der Pike auf alles zu erklären, alles nochmal durchzugehen. Im Übrigen bin ich dafür ganz schlecht geeignet. Ich sage an dieser Stelle auch, da fehlt es mir an Geduld. Ja, aber zum Glück bin ich ja nicht alleine in der Familie, sondern ich habe diese Aufgabe an meinen Mann delegiert, der mit Engelsgeduld große Zusammenhänge gut erklären konnte und das alles auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu verstehen, weil ein Kind kann so die einzelnen Sachen, aber versteht nicht, warum sie angewendet werden. Also wenn dieses Auswendiglernen ganz, ganz brav und stupide gemacht wird, aber ein Kind nicht weiß, was es mit diesem Wissen anfangen soll. Dann ist gut, mal dahinter zu gucken. Ja? Ebenso schwer umzugehen ist mit diesem, wenn die Struktur fehlt. Ja? Na klar, man kann erklären, erst eins machen, erst zwei machen, erst drei machen. Da muss man sich immer die Arbeit vornehmen. Vertu dich nicht mit der Aufgabe zu lange, geh gleich zur nächsten, frag auch nach, wenn du was nicht verstehst und verzettel dich nicht mit den kleinen Sachen. Diese Struktur reinbringen, das merkt man ja ganz oft dann bei Aufsätzen, dass da einfach
keine richtige Struktur vorhanden ist, obwohl ganz viele tolle Gedanken da sind, aber die werden einfach gewirbelt aufs Blatt geworfen. Da bin auch ich wieder sehr schlecht im Erklären, weil einfach mir diese Erklärgeduld dann oft fehlt. Abdelegiert an meinen Mann. Also da eignet sich dann das geduldigere Elternteil für besser als das ungeduldigere Elternteil. Grundsätzlich ist es schön, wenn man jetzt mal nicht von der Fehlerbehebung ausgeht, sondern davon ausgeht, wie können wir es unseren Kindern so leicht wie möglich machen, in der Schule gut mitzukommen, Dinge gut zu verstehen und einfach das Beste schon aus der Schule mitzunehmen, dass man zu Hause auch gar nicht so viel lernen mehr muss. Das sind zum einen eine gesunde Ernährung. Kinder, die sich gesund ernähren, die auch gut Omega-3-Fettsäuren, gute Eiweiße, hohe ballaststoffhaltige Lebensmittel, viele Vitamine, Mineralien, Nährstoffe mit auf den Weg bekommen, die haben es leichter, Wissen zu behalten, die haben es leichter zu lernen, einfach ja, weil der Stoffwechsel im Gehirn optimal funktionieren kann. Kinder, die sich sportlich gut betätigen, haben es leichter. Das heißt, Kinder, die entweder in der Schule schon viel Sport haben, aber in den meisten Schulen findet nicht genug Sportunterricht statt, oder Kinder, die in ihrer Freizeit sich gut viel an der frischen Luft, am Sonnenschein, also draußen am Tageslicht bewegen dürfen, Vitamin D und Sauerstoffzufuhr im Gehirn, wenn das optimal ist, sind schon mal die Voraussetzungen, gut zu lernen, gut erfüllt. Auch Kinder, die sich ausgepowert haben, haben dann auch eine leichtere, fällt es leichter, sich auf etwas zu konzentrieren, als ein Kind, welches den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt, dann in der Schule auch noch still sitzen muss. Das Kind weiß vielleicht gar nicht, dass es, würde es den nach der Schule ordentlich rennen, würde es auch in der Schule besser sitzen können. Aber ausreichende Bewegung hilft gut, sich besser zu konzentrieren. Ebenso Kinder mit einem guten Selbstwertgefühl, die wenig an sich zweifeln und sich gut behaupten können, mit einem guten Urvertrauen, die haben es ebenso leichter, Dinge aufzunehmen, weil die müssen gar nicht so links, rechts sich Bestätigungen überall holen, die ruhen in sich, die können besser aufnehmen und dadurch auch besser leisten. Dafür ist es immer schön, über Urvertrauen von Babys haben wir ausführlich im Kanal gesprochen. Aber schön ist auch immer, wenn Kinder neben der Schule ein zweites Standbein haben. Einen zweiten Bereich, wo sie wirken können und wo sie auch Erfolgserlebnisse erreichen können. Sei es im Sport, sei es in einem außerschulischen Freundeskreis, sei es in Aktivitäten, die außerhalb der Schule stattfinden, ein Instrument spielen, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber außerschulische Erfolgserlebnisse machen ein Kind auch innerhalb der Schule stark, weil dann konzentriert sich nicht alles so auf dieses eine. Kinder denken ja sowieso noch gar nicht über den Tellerrand hinaus, denken ja noch ganz klein und eng. Und deswegen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, da ist noch ein anderer Bereich, ist das schon mal ein Stück mehr weiter. Instrument spielen, sich künstlerisch betätigen, regt ebenso das Gehirn an und ist ebenso sehr von Vorteil, wenn es um schulische Entwicklung geht. Und das bedeutet, ganz oft denken Eltern, da überfordere ich mein Kind mit, wenn es jetzt noch Sport machen soll, wenn es jetzt noch ein Instrument lernen soll. Aber in dem Moment, in dem das im Einklang ist, die Kinder wollen ja ebenso, in dem es Freude bereitet, man kann sein Kind zu nichts zwingen, dann ist es eben genau das Gegenteil, dann passiert das Gegenteil oder dann tritt der gegenteilige Effekt ein. Aber ein Kind, das Freude hat an außerschulischen Aktivitäten, unbedingt darin unterstützen, das nimmt sich nicht voneinander Zeit weg, sondern es befruchtet einander. So, ich glaube, jetzt bin ich auch schon durch. Schon ist gut. Es ist bestimmt wieder ein sehr, sehr langes Video geworden. Ihr Lieben, ich freue mich ganz doll auf eure Erfahrungen, auf eure Meinung zu dem Thema und freue mich auf euch beim nächsten Video. Ciao, tschüss.